Endspurt in der Wasserball-Bundesliga. Beim Gipfeltreffen der Liga-Granden Wasserfreunde Spandau 04 hier mit den schwarzen Kappen gegen den frisch gebackenen Pokalsieger Waspo 98 Hannover entscheidet sich in der Best-of-Five-Finalserie, wer das beste deutsche Wasserballteam ist. Für Spandaus Trainer Peter Kovacevic nach dem verlorenen Pokalfinale ganz klar eine Frage der Ehre. I think there is nothing to connect with the last games, I hope we'll be present. Ich denke, was vorbei ist, ist vorbei. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Aber ganz klar, Hannover war in den letzten beiden Spielen besser. With a good advantage, they were better last two games. Der letzte Sieg der Wasserfreunde gegen Waspo gelang im Dezember 2017. Als Gewinner der Hauptrunde hätte Hannover in einem entscheidenden fünften Spiel Heimrecht. Ein Vorteil für die Niedersachsen? Das ist kein Vorteil. Also die Mannschaften können, egal wo sie aufeinandertreffen, da kann jeder jeden schlagen. Im Augenblick sage ich, es ist kein Vorteil. Und Spandau beginnt stark. Nach feinem Pass von Kapitän Marco Stamm netzt Maurice Jüngling zum 1:0 für die Wasserfreunde ein. Doch Hannover schlägt zurück. Ausgleich durch Radovic per Strafwurf. Und noch vor Ende des ersten Viertels die Führung durch Brigulian. Die Wasserfreunde bleiben cool, egalisieren ihrerseits durch Jüngling und gehen dann sogar in Führung. Die Teams schenken sich nichts, es geht hin und her. Auch eine 2-Tore-Führung der Hausherren zu Anfang des dritten Abschnitts können die Gäste ausgleichen. Zu Beginn des Schlussviertels steht es 6:6 unentschieden. Wer hat jetzt die besseren Nerven? Es kann hier nur der deutsche Meister werden, der in wichtigen Situationen mannschaftlich geschlossen ist, wo Einzelakteure Tore machen und wo man reagieren kann und wo man einfach, ja, ich sag's nochmal, einfach cooler bleibt in der wichtigen Situation. Und das ist erstmal Waspo Hannover. Real bringt die Gäste in Front, Spandau ist gefordert. Doch den Wasserfreunden fehlt in dieser wichtigen Phase die nötige Fortune. Tiberiu überhastet und Sandadier trifft nach feinem Drehwurf nur die Latte. Hannover jetzt eiskalt. Korusic stellt im Gegenzug auf 6:8 und Brigulian macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Dedovic gelingt zwar noch der Anschluss, doch da sind nur noch 45 Sekunden auf der Uhr, zu wenig für Spandau. Am Ende trifft Cekulic sogar noch zum 7:10 Endstand. Trotzdem, wir fahren nach Hause und es steht 1:0 für uns und man braucht 3 Siege. Ganz ähnlich sieht das auch Wasserfreunde-Kapitän Marco Stamm. Wir haben 3 Spiele in Hannover, 2 zu Hause. Also bisher haben wir in Hannover immer gewonnen. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir das Finale noch zu uns holen. Also Spandau, Mund abputzen und weiter geht's. In Berlin dann wieder am kommenden Mittwoch in der Schwimmhalle Schöneberg. Ja.